Wofür steht denn unsere Partei hier in Hessen? Wir stehen natürlich für andere Ansätze. Ich habe es vorhin gesagt, die CDU will Koch, die FDP will Koch, SPD schließt Koch nicht aus und die Grünen nur noch vorübergehend. Es wird deshalb einen zugespitzten Wahlkampf geben zwischen der Linken und der CDU. Und das ist auch in Ordnung. Wer die ganze neoliberale, reaktionäre Politik will, der kann ja von meinetwegen CDU wählen, wenngleich ich kaum jemanden verstehe, der es tut. Aber wer das nicht will, muss wissen, zuverlässig ist diesbezüglich nur die Linken. Die anderen eiern herum. Und deshalb sollte man auch die Linke wählen. Und dafür müssen wir kämpfen. Der Spitzenkandidat der SPD, noch muss ich den Namen lesen, Thorsten Schäfer-Gümbel, hat im Ernst gesagt, sein Ziel besteht darin, dass wir aus dem Landtag verschwinden. Also ich muss mal sagen, das ist ja der Gipfel der Unverschämtheit. Die verhindern die Änderung der Politik, die verhindern, dass Frau Ypsilanti zur Ministerpräsident gewählt wird und zur Strafe will er uns rausschmeißen. Ja, der tickt ja wohl nicht mehr richtig. Also jetzt muss er eins auf die Mütze kriegen bei der Wahl. Aber ordentlich. Nicht die Linke, sondern die SPD ist verantwortlich für die Neuwahlen. Auch das müssen wir den Leuten klar machen. Und sie sollen nicht zu Hause bleiben. Ich verstehe ja, dass sie frustriert sind. Aber sie müssen raus an diesem Sonntag am 18. Januar und wählen gehen. Das macht wirklich Sinn, damit wir ein Zeichen setzen in die Gesellschaft hinein. Wofür steht denn unsere Linke? Wir müssen auch für Optimismus stehen. Also raus mit dem Pessimismus aus euren Gesichtern. Die dürfen ja alle gestört sein, aber nicht wir. Wir müssen jetzt optimistisch in diesen Wahlkampf ziehen. Und zwar wirklich auch mit Schwung und Elan. Wir stehen für die Gleichstellung der Deutschen mit den Nichtdeutschen in diesem Staat. Wir machen den Kampf von Koch um Rassismus und Ausländerfeindlichkeit nicht mit. Wir stehen konsequent dagegen. Das müssen wir deutlich machen im Wahlkampf. Wir stehen an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, indem wir sagen, Schluss mit den prekären Beschäftigungsverhältnissen. Wir wollen weder Leiharbeit noch 400-Euro-Jobs, noch 1-Euro-Jobs, noch befristete Arbeitsverhältnisse. Wir wollen Vollzeitbeschäftigung oder Teilzeitbeschäftigung, und zwar sozialversicherungspflichtig. Wir wollen die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, damit sie auch wieder streiken können und nicht befristet immer entlassen werden können. Wir wollen sie und ihre Gewerkschaften streiten. Dafür kämpfen wir auch in Hessen. Und deshalb streiken wir im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch für einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn. Und ich sage auch den Handwerkern, den Friseurmeistern etc., die Angst haben, dass wir natürlich wissen, dass wir da zuerst Zuschüsse bezahlen müssen, dass das sich alles erst einpendeln müssen. Die lassen wir nicht im Stich. Deshalb sage ich euch nochmal, wir stehen auch an der Seite der kleinen und mittleren Unternehmen und sagen ihnen, durch uns werdet ihr gestärkt und nicht etwa geschwächt, wie euch die Union immer einreden will. Denn um große Konzerne kümmern sie sich, aber die Kleinen sind ihnen ja Wurst, scheißegal. Das ist die Wahrheit und das sehen wir genau anders. Und wir kämpfen auch für die Arbeitslosen, denn wir sind dafür, einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor einzurichten, damit notwendige Arbeiten, die bloß keinen Profit bringen, wie zum Beispiel Förderunterricht und vieles andere mehr, endlich verrichtet werden und die Leute nicht für Nichtarbeit bezahlt werden, sondern dafür, dass sie eine für ihr Leben sinnvolle Tätigkeit finden. Dafür steht die Linke in dieser Gesellschaft. Und wir stehen für die Chancengleichheit in der Bildung. Das heißt, wir wollen, dass Kindertagesstätten nicht Kinderaufbewahrungseinrichtungen sind, sondern Bildungseinrichtungen. Kinder lernen am meisten zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr. Wir wollen Gemeinschaftsschulen, die spezialisiert sein können, die alle Begabungen fördern. Die Begabung des Kindes, der Sozialhilfeempfängerin, ebenso wie die Begabung des Kindes, des Professors. Das wollen wir. Wir wollen, dass sie alle die Chance auf höchstmögliche Bildung haben, dass sie die Berufe nachher ergreifen können, die sie sich auch wünschen. Und wir sind die Partei,
die ganz klar sagt, Terrorismus muss man bekämpfen, aber niemals mit Krieg. Mit Krieg erreiche ich nur mehr Terrorismus. Wir sind die einzige Partei, die sagt, ja zum Frieden, nein zum Krieg, keine Bundeswehreinsätze, weder in Afghanistan noch anderswo. Und auch das müssen wir deutlich machen. Und deshalb sage ich euch, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben keinen Grund, uns zu korrigieren. Ich hoffe, dass ihr auch keinen furchtbaren Kampf um die Listen macht. Ein bisschen Demokratie ist okay. Aber ich sage auch, es muss mehr von euch ausgehen. Es muss Leidenschaft ausgehen. Wir wollen 5+X% erreichen bei der nächsten Landtagswahl und nach Deutschland und Europa sagen, die Linke, sie kommt und sie wird stärker, auch in Hessen. Danke.